Salve! Du wirst es nicht glauben, aber schon die Römer arbeiteten mit dem PC. Aber Moment mal, was soll das heißen? Natürlich, gemeint ist nicht der Personalcomputer, sondern das Partizipium Konjunktum. Heute wollen wir das Thema PC wiederholen und anhand von Beispielen üben. Als erstes beschäftigen wir uns mit den Zeitverhältnissen beim Partizip. Danach gebe ich dir eine Übersicht über die Übersetzungsmöglichkeiten für das Partizipium Konjunktum. Dabei schauen wir uns auch an, welche Sinnrichtungen das Partizipium Konjunktum haben kann. Um dieses Video gut zu verstehen, brauchst du etwas Vorwissen. Du solltest schon die lateinischen Partizipien PPP und PPA kennen und wissen, was KNG-Kongruenz bedeutet. Schauen wir uns zuerst die Zeitverhältnisse beim Partizip an. Wie du vielleicht schon weißt, geben Partizipien nicht an, wann etwas exakt passiert ist, sondern ein Zeitverhältnis. Das PPP ist vorzeitig. Es drückt aus, dass die Handlung des Partizips früher als die Handlung des Prädikats stattgefunden hat. Das PPA zeigt dir, dass sie gleichzeitig stattfindet. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen!